Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner heutigen Folge bei Kettle und Kopf. Heute düngen wir das Feld fertig mit der Spritze. Dann legen wir gleich mal los. C und B. Düngen wir gleich. Ja, ich wünsche allen einen schönen Freitag. Ein schönes Wochenende ab morgen. Ne? Natürlich auch heute schon. Wer hat, ne? Hat Glück. Ich werde um die Zeit noch arbeiten. Um 3. Aber das macht nichts. Die Zeit vergeht auch. Den Text lesen wir gleich. Lesen ist nicht meine Stärke, aber ich versuche das mal hinzukriegen. Aber wir müssen mal sehen, dass wir das immer ausschalten. Sonst denken eher alle, wir können die Aufgabe nicht erfüllen. Ne? Das ist schlecht. Wir haben jetzt gleich mal lesen. Ach, nochmal ein Text weitergegangen. Ne? Bremse. Oft wechseln Landwirte auch das Jahresdüngeverfahren. So kann es sein, dass Landwirt A im ersten mineralisch und mit Düngersteuer düngt, da der feste Dünger günstiger ist. Das heißt aber nicht, dass Landwirt B auch den festen Mineraldünger zur Düngung wählt. Teilweise auch witterungsabhängig, da Flüssigdünger schneller in die Pflanze verfügbar ist. Allerdings ist der mineralische Dünger in der körnenden Form eventuell länger verfügbar, da sie erst durch Feuchtigkeit auflösen muss und so Stück für Stück der Pflanze über längere Zeit zur Verfügung steht. Okay, den anderen Text kriege ich jetzt nicht mehr hin. Kurz dann Pause drücken und dann selbst lesen. Das ist dann die einzige Möglichkeit, die man dann hat. Ich habe es nicht gelesen, weil das beim besten Willen nicht funktioniert, ne? Weil ja so schnell kann ich gar nicht gucken und Dünger muss ja auch noch in Anführungszeichen guckt werden, das ist nicht so viel. So, geht gleich los. Wir müssen gleich weitermachen, ne? Das geht ja auch fuck hier. Das geht sofort auf die Spur bleiben. Aber das scheint dieselbe Arbeitsbreite zu sein wie jetzt beim Güllefass. Macht auch Sinn, ne? Das mit selber Spur, aber die hat gerade schon beide Reifen, muss ich sagen. Ne? Also, da wäre das Getreide, glaube ich, im Arsch auf der Höhe. Beziehungsweise mächtig. Ja, kaputt. Hinüber, kann man sagen. So. Der Aufbauspritz ist jedoch. Der Aufbauspritz ist einfach erklärt. Jedoch gibt es in modernen Spritzen viele Schläuche, Ventile und Sensoren. Die Bespritze besteht aus einem Tank, einer Pumpe, jede Menge Schläuche und den Gestänge. Ah ja, okay. Düngerrest auch noch. Und das heißt, wir haben nicht genug geschafft. Meine Sorge. So. Das ist mir ein bisschen ungünstig, wenn wir beim Arbeiten sind, dass er gerade jetzt kommt und sagt, er will das und das. Das GPS-System ist zwar schön, aber es hat auch einen Nachteil. Wir können nicht so alleine fahren, wie wir wollen. Er macht immer ein bisschen dahin, wo er angezeigt wird. Ne? So wie jetzt zum Beispiel, wenn ich eingreife aktiv in der Lenkung, will er da lang fahren, wo ich schon mal gefahren bin. Ne? Das ist ungünstig, ne? Dann reicht unser Mittel nicht aus. So. Wäre schlecht. Für uns. Nachkaufen müssen, berechnet haben. Aber wenn der gelbe Balken voll ist, ist voll. Dann wird nicht tragisch, aber in dem nicht tragisch, nicht voll ist, ist blöd. Ja, da an der Ecke hatte ich keine Gülle mehr gehabt. Das kann man sogar so erkennen, denke ich mal. Ne? Das ist typisch. Typisch Professor Warnschein. Bremse. Der Flüssigdünger wird direkt in den Tank gefüllt. Von da wird er durch die Pumpe angesaugt und die Gestänge gepumpt. Die Ventile an den Teilbreiten oder sogar
an Düsen werden bei neueren Modellen automatisch nach GPS geschaltet. Bei geringen Ausstandsvarianten macht der Landwirt das manuell. Computergesteuert kommt an jeder Düse die gleiche Menge an, so dass die Spritze sehr genau die Menge ausprägt, die der Landwirt eingestellt hat. Möchte aber warten, das ist schon teuer, das Zeug. Aber das sieht gut aus. Das Feld wird ja mal kleiner und der letzte Stück hier. Ich glaube, wir machen uns anders. Wir tricksen mal ein bisschen aus. Beziehungsweise so knallen wir auch am Rest mal ein bisschen Dünger hin. Dass wir hier das gleich mal machen. Und dann die andere Bahn halt zurückfahren. Ne? Können wir ein bisschen leichter arbeiten. So. Beziehungsweise wir haben ja auch ein bisschen Dünger. So, T, T, Doppel, Doppel T. Vierten Gang. B. Der Bruder ist ein bisschen träge. Wir haben schon den Stolz nehmen können, ne? Aber gut. Ist halt so, ne? So. Jetzt kommt der Baum im Wege, wetten das? Er hat den Baum gepflanzt. B. Ah, mir gedacht. Komm Junge, bisschen noch, ein paar Millimeter. B. Und der fährt wieder normalisch, gut. Jetzt wird knapp. Ah, Gott sei Dank, ich dachte schon, hat nicht gereicht. So. Dünge zu Ende und fahre dann zum Händler. Das werden wir gleich tun. So. Naja, wieder jetzt meckern, ne? Zu viel, aber gut. B. So. Das heißt. T. Bremse. Das heißt, wieder einklappen und dann machen wir gleich aus. Wir kennen wir am besten aus, das ist zock. Zum Händler, 0,13 Kilometer, das ist gut. Dann können wir gleich mal loslegen. So. Und gleich da. Ja, kaufen. Teuer. Also wenn ich keinen hätte, würde ich nur mit Pulver, also mit Körner düngen, also Hängelspritze ab. Fahrzeug zum Hof. Wie schön. Das machen wir gleich mal automatisch. Oder fahren wir selbst. Richtigen Sound, ne? Hoffe, ihr könnt auch hören. Ich hatte mal irgendwann mal den Sound ein bisschen leiser gemacht im Traktor. War einfach ein bisschen zu laut anfangs. Müsst ihr was sagen? Also, wenn ich euch einer sagt, ist zu leise, dann kann ich gerne einen Tick lauter machen. Also für mich persönlich hört sich laut genug an. So, die Folge schaffen wir heute mal noch. Denke ich mal, ne? Also, ich schließe mal jetzt diese Aufgabe ab. Und dann haben wir wieder eine Woche fertig. Das ist gut. Also wir, ich, ne? Ich hätte mir von mir, was weiß ich warum. Das habe ich mir immer angewöhnt. Aber egal. Ich bin da jetzt dran. Ne? 7 Folgen. Schöne Arbeit. Jetzt ist es genau 13 Uhr bei mir. 13 Uhr. 1.05 Uhr nachts. Na gut, ich hatte Spätschicht gehabt. Ich weiß schon, morgen ist schon schwieriger mit in der Türen oder die Marsch, je nachdem, was ich gerade geschoben habe. Ich glaube, die Marsch mache ich morgen oder die Türen. Weiß ich genau. Ist im Grunde egal. Weil die Folgen sind immer ab Montag fällig, kann man sagen. Ne? Da habe ich auch zur Not noch am Samstag Zeit zum Bearbeiten, aber diese Folgen jetzt hier werde ich in einer Woche noch fertig machen, komplett. Das
Das Bearbeiten geht ja relativ zügig. Das ist ja. Anfangs war es ein bisschen schwierig, aber jetzt, also, halb jetzt kann, ne? Geht das so? Waschen. Ne, waschen, ne. Parken in den Traktor und gehen zu dein Haus. Da parken wir mal, ne? Jo. Bin doch da. Das ist so ein kleiner, so ein bisschen eine Zugabe, Hund und Katze, ne? Bremse. C. Aus. Licht aus. Gut. Aussteigen. Deutsch. Da war Licht aus. Beziehungsweise, da war auch nicht drin. So, gehen ins Haus. So. Dann gucken wir mal, was jetzt alles so kommt. Jetzt können die Pflanzen sich mit dem Nährstoff gut bestocken. Wir werden Ende des Mai nochmal nachgucken müssen. Lass uns springen. Weiter, wir springen jetzt. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich schließe mal jetzt mal die Folge ab. Also kurz noch Getreide. Nachdem das Getreide sich bestockt hat, geben viele Landwirte Pflanzen zum Schossen als Belohnung des Haupttriebes der Körner erneut Stickstoff. Allerdings musst du zunächst darauf achten, dass du noch Stickstoff, ob du noch ausbringen darfst, denn jede Pflanzkultur darf bei einer bestimmten Gesamtmenge an Stickstoff gedüngt werden. Die Gesamtmenge ist abhängig vom Standort, der Vorfrucht und dem geschätzten Enttragsniveau. Unser Feld ist gerade allerdings noch besonders gut, nicht besonders gut aus. Wir haben anfangs zu wenig Phosphat und Kalium zugebracht. Deshalb, weshalb wir uns nun einen Nährstoffmangel auf dem Feld haben. Wir haben für diese noch etwas Granulatdünger eingelagert, also 15, 15, 15. Und das und können diesen Dreck benutzen, ohne extra zu fahren und neuen zu kaufen. Das machen wir jetzt nicht. Wir beenden die Folge. Ich wünsche allen noch einen schönen Rest Freitag und einen schönen Start ins Wochenende. Erinnert euch mal tschüss und ciao ciao. Ich sag mal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Fleißig liken und abonnieren. Also wer es gemacht hat, ne? Und wer nicht, gut, vielleicht überlegt sich der eine oder andere mal. Es dient nur zum Kanalwachstum, mehr oder weniger. Ist ja so ein kleines Schwankel, wenn man guckt, oh ja, neuer da. Freut man sich. Tschüss, ciao ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.